Nach gängiger Meinung waren die Herren Lamarias und der angrenzenden Meere die blauen Mare, an deren Spitze Zwillingskönige geherrscht haben sollen. Sie gelten als die Vorfahren der heutigen Risso und waren mit Sicherheit das ehrgeizigste Volk Lamarias. Die blau geschuppten Mare, daher auch ihr verkürzter Name, waren zaubermächtig, sehr einfallsreich und befuhren mit Schiffen die angrenzenden Meere. Neben dem Land des versunkenen Kontinents bewohnten sie jene Meeresgegenden, die die Risso als Saldan, das erste Meer, bezeichnen. Auf seinem Grund errichteten die blauen Mare Städte aus Korallen und unterseeischem Gestein. Die heutige Bucht von Kranarinios beispielsweise beheimatete mit dem Stadtstaat Myrkoron das marische Machtzentrum in Nordmyranor. Um den Untergang des Marenreiches ranken sich unterschiedliche und teilweise sehr fantasiereiche Legenden. Den meisten gemein sind Bürgerkriege, doch ihre Ursprünge bleiben dabei sehr unterschiedlich. Wenn es manchmal heißt, dass es Spannungen in der Gesellschaft der Mare gewesen seien, heißt es ein anderes Mal, die Dienervölker hätten aufbegehrt. Wiederum wird manchmal ein mysteriöses Volk von schwarzen Maren als Erklärung ins Feld geführt, das die Könige verführt, gegeneinander aufgebracht und gleichsam große Teile der Gesellschaft durch Lügen manipuliert habe. Dass ein einzelner, golden geschuppter Mar als gottgesandter Erlöser aufgetreten sei und Anhänger um sich geschart habe, um die ihm rechtmäßig zustehende Macht zu übernehmen und so die machtversessenen Zwillingskönige, die Bürgerkriege auslösen, wird von den wenigen, die um diese Sage wissen, zumeist als Hirngespinst des Chrysotheos, von denen diese Version der Erzählung stammen soll, abgetan. Kunchom erregt euch noch immer mit allen Sinnen. Von überall her dringen die Stimmen der Händler an euch heran, die lautstark ihre Waren preisen. Das Gemurmel der Käufer, der Singsang der Bettler. Irgendwoher ist quäkende Musik und rhythmisches Klatschen zu vernehmen. Heimamujim verbreiten ihre Weisheiten. Es riecht nach Gewürzen, Früchten, gebratenem Fleisch. Zusammengefechte Tiere und schiebende oder stoßende Menschenmassen verströmen eine Vielzahl von Gerüchen und Geräuschen. Öllampen und Fackeln erhellen die abendliche Dunkelheit. Über euch glitzern die ersten Sterne über dem schmalen Sichelmond. Und so könnt ihr nach euren ersten Entdeckungen, die ihr in den verschiedensten Gassen und Straßen in Kunchum zusammengetragen habt, wieder ein erstes Mal zurück in Richtung der Avianda herantreten, wo ihr miteinander diskutieren könnt. Nun, hattet ihr Erfolg? Nein, leider nicht. Die Informationen waren sehr spärlich. Selbst im Sinnetempel konnte ich nichts herausfinden. Nicht viel jedenfalls. Nun, auf kulinarischer Ebene hatte ich vollen Erfolg. Der schwarze Tee war großartig. Ah. Und die Akademie war wie immer ein sehr zuvorkommender Gastgeber. Da lässt man gerne sein Geld. Na, das ist doch etwas. Mein Ausflug war enttäuschend und trotzdem erfolgreich. Möchtet ihr das näher ausführen? Ja. Ich würde mal meine Hand heben und ihr seht, dass in seinem rechten Hand jetzt auch der kleine Finger fehlt. Naja, ich habe einige Brüder und Schwestern für uns gewinnen können. Für den Preis eurer Finger? Das hat keinen direkten Zusammenhang. Nun, ich habe einiges Quarkgebäck gewinnen können von dieser leckeren bornischen Bäckerei in der Nähe von der Akademie. Das ist auch sehr gut, Boltax. Was habt ihr denn von diesem... Ihr sagtet nicht Faktierer herausgefunden. Nun, wir haben ihn nicht angetroffen, aber ein wenig seine Wohnung durchwühlt. Offensichtlich nicht als Erste. Er scheint überstürzt aufgebrochen zu sein, denn die Tür stand offen, als wir ankamen. Und naja, bei den derzeitigen Zuständen in der Stadt, ich denke, Straßenkinder haben sich über seine Speisekammer hergemacht, denn die wirklich wertvollen Dinge waren weitgehend unangetastet. Mir scheint, dass er, naja, in eine ähnliche Richtung geforscht habt wie ihr. Wir fanden einige Tierskelette,
Präparate, viele Bücher, keine Ahnung, wo er die in dieser kurzen Zeit her hat. Und wahrscheinlich am bemerkenswertesten einige Särge von Koptanim im Keller. Ich habe dieses Buch mitgebracht. Ich denke, darin sind einige der Kartuschen aufgeführt. Also ist die jetzt um die Grabräuber gegangen? Nun, ich glaube, Kanazitiana wird mit seinem physischen Erscheinen vermutlich nicht in der Lage gewesen sein, selbst Grabräuberei zu betreiben. Nun, er hat eben Leute beauftragt, das macht das nicht viel besser. Nun, was, wir haben die Särge nicht geöffnet, wohlweislich. Aber es scheint mir vor allem um diesen Sultan Dunchaban zu gehen. Dunchaban der Ewige. Offenbar ein Sultan von Talusa. Und er hat interessante Titel. Überwinder des Todes, Meister des ewigen Lebens. Mir scheint es um Sterblichkeit zu gehen bei der ganzen Sache. Sagt mir so irgendwas? Ich könnte mal sagen, Legenden würfeln? Nee, absolut keine Ahnung. Okay. Naja, ich war mal Probe. ja, Sagen und Legenden plus 18. Okay. Ich könnte sogar schaffen. Ja, wenn das jemand schafft, dann wohl eher, ja. Ich würfel auch mal. Nur aus Jux. Boom. Boom, gelungen. Ja, gut. Man sollte keine Probe verbieten, wenn... Voltax hat auch richtig Ahnung, also oh. Der Sultan ist wohl vor langer Zeit gestorben und wurde begraben in einer Grabkammer unweit von Talusa entfernt. Also das ist zu Fuß grob eine Stunde. Eine Stunde davon entfernt. Der hat vor, ich muss jetzt gerade selber mal schauen, wann er geherrscht hat. Ist es auf alle Fälle sehr lange her und vor dem Sied im Horas-Edikt. Also hat er seinen Titel nicht wirklich verdient. Dunchaban der Ewige. Und wisst ihr mehr über ihn? Nun ja, er ist, soweit ich weiß, ist er gestorben. Sein Grabmal steht irgendwie eine Stunde entfernt von Talusa. Eine Krypta. Aber wir sprechen heute noch über ihn. Entsprechend hat er schon etwas Ewiges. Er hat immerhin die Zeit überdauert. Und sein Name ist in unserer Munde. Nun, aber Memoria ist nicht dasselbe wie echte Unsterblichkeit. Aber vielleicht hat er es ja nicht ganz geschafft. Vielleicht hat er in dieser Richtung geforscht. Das wäre natürlich möglich. Vielleicht hat er sich den Titel auch selber gegeben, wie Boltax sich Titel eignet. Na, es sind immer noch Leute, die mir Titel geben. Ne, sicherlich. Ja. Naja, aber wenn der Zwerg unter der Sonne, das war nicht meine Idee. Das war der aventurische Bote. Ich bin nicht der größte Zwerg. Ich bin gerade mal durchschnittlicher Größe für einen Zwerg. Aber was soll ich machen? Naja, wir könnten dir ein paar Schuhe besorgen, Boltax, mit ein paar Beschlägen. Dann bist du gleich ein bisschen größer. Ja, gut, aber das war eigentlich eine rhetorische Frage, Rafim. Ach so? Ja. Naja, also, aber mir, wenn du ihn finden willst, dann wird er bestimmt da sein, oder nicht? Nun ja, dein kleiner Krypta wird dort sein, ja? Naja, vielleicht ist der Kanazitiana ja auch da. Das wäre gut möglich, wenn er nach ihm geforscht hat und schon sein Grab geplündert hat. Vielleicht hofft ich, etwas mehr zu finden. Ich denke nicht, dass er sein Grab geplündert hat. Wenn dann andere? Denn sonst müsste er ja nicht mehr nach Talusa reisen, oder? Nun, wir können doch einfach ins Grab gehen, den Sultan rufen und befragen. Dann hätten wir eine Ahnung davon. Ja, das ist ein ganz schrecklicher Vorschlag, das machen wir nicht. Ja, aber wir werden doch auch nach Talusa gehen, in die Sümpfe und El-Hakir rufen und befragen. Ja, auch das ist ein schrecklicher Vorschlag, aber das habe ich ja nicht zu entscheiden. Nun, wir werden sehen, was wir vor Ort machen können. Vielleicht müssen wir ihn gar nicht rufen, sondern er ist wirklich ewig und wir müssen sehen, was vor Ort ist. Oh, ich hoffe eher nicht, dass er so ewig ist, wie er behauptet, aber ja, wir werden sehen. Und was die Paktierer oder Nicht-Paktierer-Frage angeht,
Es gibt gewisse Anzeichen für eine Nandusweihe in seiner Wohnstadt. Naja. Ach, nun, die war schon immer Meister der Lügen. Ich habe einmal von einer Mumie gehört. Vielleicht ist der Sultan ja so etwas. Das wäre möglich, aber dann wäre er trotzdem tot. Oder untot, je nachdem, wie er es betrachtet. In der Geschichte, die ich gelesen habe, hat diese Mumie weitergelebt. Kein Untot. Und was war es dann? Und naja, woher stammt diese Geschichte vor allen Dingen? Die habe ich in Fasar gehört, als wir Zulamin besucht haben. Erzähl doch einmal. Die Geschichte von der Mumie. Das war ein Herrscher von Fasar und der hatte irgendwann keine Lust mehr, weil sich alle gestritten haben. Wegen seiner Macht. Und dann hat er gesagt, er geht in einen Bassin schwimmen. Und als er in diesem Bassin schwimmen war, hat er sich nicht gefühlt. Und dann wurde er zur Mumie und dann hat er sich zur letzten Ruhe gebettet. Aber wenn die Zeit kommt und Fasar in größter Gefahr ist, dann erhebt er sich aus seinem Schlummer und vernichtet die Angreifer. Ja, ja. Er schwamm im Bassin und danach wurde er zur Mumie. Das klingt eine sehr, nun, unglaubwürdige Geschichte. Aber so hat dieser Mann es erzählt. Ja, ich fürchte, ein paar Teile ausgelassen, aber... Ich nicht. So erinnere ich mich an die Geschichte. Ich sag dir, ihr habt Teile ausgelassen. Ihr könnt euch vielleicht nicht daran erinnern. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Also, ich würde mich schon erinnern. Vielleicht hat der Mann ein paar Teile ausgelassen. Das kann natürlich sein. Jetzt, wo ihr es sagt, das macht wirklich wenig Sinn. Wie sollte Wasser zu einer Dehydrierung führen? Nun ja, die Mumifizierung ist eine anerkannte Methode in den Tulamidenland, die Toten zu bestatten, um sie für die Ewigkeit aufzubauen. Aber ja, was das mit Wasser zu tun hat, das klingt sehr merkwürdig. Ja, eure Begeisterung für die Toten ist wie immer mehr als beeindruckend, aber können wir wieder zum Punkt kommen? Es scheinen alle Wege nach Talusa zu führen. Darüber bin ich ehrlich gesagt froh. Hätte uns Kanizitiana nun in eine ganz andere Richtung geschickt, hätten wir uns entscheiden müssen. Aber so? Ich habe noch einige Dinge zu erledigen, solange wir in Kunchom sind. Habt ihr ebenfalls noch etwas vor? Was wolltest du zuerst, Walter? Es sind nur kleinere Einkäufe, die ich noch tätigen muss für die Hochzeit. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Geld. Ich habe viel in der Akademie gelassen. Na, dann müssen sie dir ja wirklich eine Menge abgeknüpft haben, wenn du kein Geld mehr hast. Ja, so etwa 9.000 Dukaten, vielleicht 9.500, wenn man es knapp über den Daumen peilt. Das nenne ich eine stolze Summe. Ja, hast du mehr Elefanten gekauft? Eine sehr gute Investition. Ich wollte, aber die Elefanten sind ja per se nicht so gut angekommen. Und dann habe ich mich für etwas anderes entschieden. Nun, ein kleines Fußband für Schnabelmier und ein paar hübsche Ringe. Naja, immerhin. Ich freue mich ja über Ringe, das weißt du ja. Ja, die sind für Angroschminia und mich. Ja, das ist enttäuschend. Ich kann dir auch einen Ring anfertigen, wenn du möchtest. Vielleicht einen Nasenring. Nein, das sieht nicht aus. Das habe ich schon probiert. Ich sehe ganz schrecklich aus. Wie wär's mit einem zarten Fußkettchen für euch? Nein, das erinnert mich nur an alte Zeiten. So wie Schnabelmier, der kriegt auch ein Fußkettchen. Ja, also wir müssen nach Talusa. Zulamin will noch 2000 Dinge in dieser Stadt tun. Aber mir müsst ihr noch langweilige Bücher lesen, die sonst niemanden interessieren. Ich würde mir gerne die Bibliothek dieses Jahres anschauen. Ihr könnt einfach Ja sagen. Ja, ja, hätte völlig ausgereicht. Wunderbar. Und Bultax, was sind deine Pläne? Hoffentlich sind die nicht so langweilig wie die von Abelmir, weil das klingt schrecklich. Naja, die Sachen, die ich bestellt habe, muss ich noch abholen morgen. Aber ansonsten, naja, halt viel Hochzeitsvorbereitungen.
Ja, wunderbar. Und was machst du? Ich werde einkaufen gehen, ja. Und dann kannst du mich ja morgen begleiten und dann können wir die Sachen gemeinsam abholen. Ja, aber mir, wenn du willst, können wir dich auch absetzen, nicht, dass dich jemand überfällt. Ich glaube, der Marke ist woanders. Wo ist der eigentlich? Wo sitzt er hier, verdammte Kaintidianer? Neben einer Schenke, die zum tanzenden Kamel heißt. Hm. Ach, die, natürlich, da weiß ich ja, wo das ist. Wo ist das? In etwa in die gleiche Richtung, wie du zum Chortempel gegangen bist. Oh. Ja, das kriegen wir schon hin. Braucht ihr Begleitung, Sulamin, oder? Nein, ich denke, ich werde das meinst du vom Schiff aus regeln können. Aber vielleicht kannst du mir noch eine Frage beantworten. Du kennst dich doch mit unseren Söldnerverträgen aus. Ja. Zahlen wir den Hinterbliebenen eine Rente, wenn jemand zu Tode kommt? Ist das üblich? Ja, wir zahlen ein Totengeld, das ich vermute, wir nicht zahlen werden müssen, weil wir tot sein werden. Ja, es geht um Nebelklang. Ich denke, jemand sollte seine Mutter informieren. Das bezahlt ihr bei der Einstellung. Also wenn ihr Söldner anwerbt, dann bezahlt ihr eine Dukate Sterbegeld. Also die wird erstmal einbehalten und wenn die Söldner aus dem Vertrag kündigen oder wieder entlassen werden, dann bekommt ihr das Sterbegeld wieder zurück. Ist das nicht viel mehr? War das nicht irgendwie 40 Tageslöhne oder so? Nee, aber wenn du normalerweise 2 Silber pro Söldner rechnest, dann passt das mit der einen Dukate. Ja, nee, passt das nicht, aber eine Dukate ist Sterbegeld. Dafür bezahlt, also das ist halt das, was die Boronkirche braucht. Oder die Effertkirche, wenn es eine Seebestattung ist oder so. Das ist halt der übliche. Es ist natürlich wurscht, weil wir juckt's, aber ich glaube, das war mega viel. Aber ja. Gut, dann zieht Sulamin da mal den Schluss raus. Gut, dann ist das also schon bezahlt. Dann geht es nur darum, dass sie die Nachricht erhält. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo der Mann herkam, ich bin ganz ehrlich, und wie ihr seine Mutter finden wollt, auch wenn er ständig von ihr erzählt hat. Mittelreich nehme ich an. Die Botenreiter finden die meisten. Ich bewundere euren Optimismus. Nun, wenn nicht, habe ich es wenigstens versucht, nicht wahr? Ja, das ist natürlich richtig, das ist richtig. Und dann laufen wir morgen oder übermorgen aus, was ist der Plan? Ja, das klingt richtig. Ich werde einmal sehen, ob Havulgard Erfolg hatte, noch jemanden als Geschützmeister einzustellen. Wenn sie sagt, sie braucht noch mehr Zeit, nun, dann geben wir ihr noch mehr Zeit. Aber das werden wir sehen. Ja, sehr gut. Ich werde mich mal um Quartiere für meine Brüder und Schwestern kümmern. Ich werde die schon irgendwo runterkriegen. Ja, bestimmt. Und mit diesen Worten würde ich die Kabine verlassen. Und wie viele Chorgeweihte sind eigentlich mitgekommen? Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Ja, also wenn du dann nochmal nachfragen gehst im Chortempel, dann werden sich gerade in der Zeit, wo du dann abwesend warst, werden sich dann mehr und mehr den Worten des Mystikers bzw. von dir angeschlossen haben. Und im Prinzip werden die ein ganz eigenes Chorschiff bemannen. 50 Söldner oder 50 Chorgeweihte und Akoluten, die dann nach und nach sowohl als Mystiker als auch als Kämpfer sich dann dem Kampf anschließen. Die werden also ein eigenes Chorschiff bemannen. Kann man noch das Schiff wechseln? Du kannst das Schiff wechseln. Gerade wenn es dann in Selim zum Krieg kommt, kannst du das natürlich machen, ja. Also das sind dann 50 richtig bekloppte, blutgierige Typen, ne? Ja, ich habe noch 5 Chorschiff. Keller, die sind auch kaputt. Die kann ich mitnehmen. Die kannst du rüberstellen. Okay, ja, das ist 50 Stück, die machen dann aus den Geldern der Chorkirche beziehungsweise ihrem eigenen Geld, machen die ein eigenes Schiff auf dem sie dann richtig, ja, Party haben bis Selim. Gut, dann ist das, was du erledigen wolltest. Wir machen weiter mit Sulamin. Ja, dann schauen wir mal in was von der Reihenfolge. Da wir gerade über Nebelklang gesprochen haben, frag ich mal Dr. Rumpel. Ja, Sulamin. Könntet ihr für mich die Daten
nachschlagen, mit denen sich Nebelklang bei uns eingeschrieben hat. Das kann ich selbstverständlich machen. Herr Nebelklang, er hat zumindest, ich glaube, in Havena studiert. Wissen wir etwas über seine Familie? Wenig. Er hat immer über seine Mutter geredet, aber ich gehe mal davon aus, dass er albernisches Blut hat. Wir werden ihn auf alle Fälle über die Akademie finden. Wunderbar. Wenn ich ihn erreichen soll, dann würde ich es über die Akademie versuchen. Die werden seine Daten haben und dann weiterleiten. Danke, dann übertrage ich das euch. Hier bitte. Dafür bin ich doch da. Dafür werde ich doch bezahlt. Ja, in der Tat. Aber bevor ihr geht, könnten wir uns noch 10 Recker mehr leisten bis zum Ende des Jahres? Oder 20, rein hypothetisch? Rein hypothetisch ist das möglich, ja. Aber danach müssten wir wirklich zusehen, wie wir weiter Geld verdienen und ranbekommen. Dann müssten wir halt Handelsaufträge machen und für irgendwelche, also mindestens ab dem ersten Preis, sag ich mal so, sollten wir wirklich zusehen, dass wir dann für die Störrebrander oder so etwas fahren. Ich verstehe. Nun, wenn es bis dahin noch relevant ist, können wir hoffentlich Kopfgelder für diverse Aachen einstreichen. Und wenn nicht, nun, dann spielt das auch keine Rolle. Viel Erfolg dabei, Nebelklangs Mutter aufzuspüren. Dankeschön. Ja, und für Frosty, es steht nicht viel in dem Brief. Also es sind so die üblichen Beileidsbekundungen und die Information, dass ihr Sohn von einem Paktierer ermordet wurde. Keine Details, wie zum Beispiel, dass der Paktierer zu uns gehörte. Ja. Ja, genau. Also wohl formuliert, aber doch irgendwie unpersönlich. Mhm. Weil im Kampf für die blutige See geopfert. Ja, genau. Das ist typische Heldengeschwafel. Ihr Sohn ist als Held gestorben. Ja, gut. Vielleicht tröstet sie das, ja. Dann wolltest du Kanesitianas Tagebücher lesen. Da habe ich ja schon gesagt, Haars sind eine ganze Menge drin und zu vielen verschiedenen Stellen. Und das Buch wurde vor ungefähr einem Monat begonnen, also noch gar nicht so sehr lange her. Und gerade zu Beginn gibt es sehr viele Rechtschreibfehler, die sich weder für Kanesitianer noch für den Hesinde- oder Nandus-Geweihten eignen oder ziemen. Das wird aber sehr schnell besser. Sodass dann über den Verlauf des Monats und die 30 Tage, ganz grob 30 Tage, dann auch die Rechtschreibung wesentlich voranschreitet. Auch die Grammatik wird besser. Sulamin nimmt das interessiert zur Kenntnis. Und ansonsten, worüber schreibt er so? Also was kann man so von seinem Leben mitkriegen? Er fasst sich über seine Vergangenheit und den Paktbruch fasst er sich da gar nicht so aus. Es sieht wohl so aus, als ob er quasi mitten im Leben steht und hat wohl zusammen mit dem Hesinde-Tempel, dem Tempel der magischen Schlange, seine Studien vorangetrieben, die er begonnen hatte, damals noch im Hotel Tulamidia. Und da wohl noch eine ganze Menge an Schriften zusammengetragen, die für den Hiradiel eben selbst von wenig Wert waren. Und hat dann eben nach und nach einige Schriften bei sich gelagert und auch sehr schnell gelesen. Und kam dann... An der Stelle gibt es tatsächlich einen harten Schnitt. Und die Rechtschreibung wird nicht kontinuierlich besser, sondern, das fällt dir an der Stelle auf, mit einem Sprung diskret besser. Und auch seine Handschrift verändert sich leicht. Das ist immer noch seine Handschrift, aber ausgereifter. Von einem Tag auf den anderen. Und dann beginnt er mit Satina-Forschung. Interessant. Ja gut, Zulami nimmt sich dafür nicht so viel Zeit, weil dafür ist auf der Reise ja noch Zeit, wo sie selber jetzt nicht so super viel machen kann. Als nächstes lässt sie sich Ephanora schicken. Ja, Ephanora, die wird dann auch zu dir kommen. Ja, Zulamin, wie kann ich euch helfen? Ephanora, wir haben leider keine Zeit, uns der Probleme in der Stadt selbst anzunehmen. Aber ich möchte doch gerne den Effa-Tempel informieren und unsere Erfahrungen mit ihnen teilen. Könntet ihr ihnen wohl berichten, dass wir in Pericum eine ähnliche Situation hatten und man dort einen großen Ulchuchu aus der Kanalisation gezogen hat? Ja, selbstverständlich, mache ich. Und wenn Sie noch andere Neuigkeiten haben, dann werde ich die selbstverständlich auch mitbringen.
Ja, gerne. Und wir haben in Pericum auch schon gehört, dass es wohl... Wir haben Anzeichen für eine Verschwörung gefunden, also dass das auch noch in anderen Städten so sein soll. Also es gibt hier definitiv einen Zusammenhang, aber wir wissen leider auch nichts Näheres. Ja, ich werde mal mit denen sprechen und dann... ja, sonst noch irgendwas, was ich mitnehmen soll? Nein, nichts Besonderes. Okay, dann gehe ich jetzt los. Danke.